Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr guten Impfstoff zu tun, der übrigens auch nach der ersten Dosis schon partiellen Schutz erlaubt, aber der komplette Schutz ist erreicht etwa 2 Wochen nach der zweiten Dosis. Wichtig ist für Sie sicher die Frage, handelt es sich um einen sicheren Impfstoff? Hier kann ich versichern, dass wir sehr viele Daten gesichert haben im Verlauf der Bewertung durch die Europäische Arzneimittelagentur. Sie wissen, das Paul-Ehrlich-Institut ist hier im Ausschuss für Humanarzneimittel vertreten. In diesem Ausschuss nehmen die Expertinnen und Experten der nationalen Arzneimittelbehörden Europas die Bewertung vor. Wir können verzeichnen, dass die üblichen vorübergehenden Impfreaktionen zu verzeichnen sind. Druckschmerz an der Impfstelle am Oberarm, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Muskel- oder Gliederschmerzen, vielleicht Durchfall. Diese sind vorübergehend, im höchsten Fall von moderater Natur. Und es gibt ansonsten keine Auffälligkeiten. Vielleicht kann ich darauf hinweisen, dass bei dem Personenkreis der Jüngeren und Erwachsenen hier die Heftigkeit und Intensität vielleicht etwas höher ist, als wir sie von der Influenza-Impfung kommen. Aber ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten. Sie wissen, es hat im Verlauf der Impfungen im Vereinigten Königreich anaphylaktische Reaktionen in sehr seltenen Fällen gegeben. Wir haben diese Daten gesichtet. Die Empfehlung ist ausgesprochen, auch im Rahmen der Fach- und Gebrauchsinformation beim zugelassenen Impfstoff 15 Minuten Wartezeit einzuhalten von Seiten der Personen, die zu schweren allergischen oder anaphylaktischen Reaktionen neigen. Ansonsten besteht keine generelle Kontraindikation für die üblichen Allergiker. Wir haben einen sehr wirksamen Impfstoff, der nach allen Regeln der Kunst geprüft wurde. Haben Sie Vertrauen? Ein kleiner Pieks schützt vor einer gefährlichen Infektionskrankheit. Ich kann hier nur dazu aufrufen, sich impfen zu lassen nach der vorgegebenen Priorität.